Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Heute widmen wir uns der Quest die Plasmapresse für den Sammler. Außerdem brauchen wir noch ein paar Artefakte, die wahrscheinlich auch in dem Dungeon zu finden sind. Von dem her Leute, ich wünsche mir viel Glück, ich wünsche euch viel Spaß und bevor ich sage, let's go! Wir haben im Oktober, wenn das neue Update kommt, ein Großprojekt am Start. Also solltet ihr da Bock haben mitzumachen, dann joint dem Discord. Hier könnt ihr den QR-Code dafür scannen. Wir freuen uns auf jeden Fall über zahlreiche Teilnehmer. So Leute, und jetzt genug geschnackt, wir legen los. Let's go. Ja, und wie ihr seht, stehe ich schon hier vorm Eingang des Dungeons. Ich habe mir alles Mögliche mitgenommen, was man mitnehmen kann. Pfeile, Dietriche, hier ganz viele Sprengdinger. Dann die können wir mal hier hin tun. Einen Magierstab und hier diese Ladungen, die ich noch hatte. Und dann hoffe ich, dass es irgendwie funzt. Wir werden jetzt natürlich noch was essen und was trinken. Bevor es reingeht, keine Angst, ich habe auch genug Essen dabei. Also lasst euch nicht von der Anzeige unten täuschen. Und genau, ich habe hier auch einen Altar platziert im Falle des Falls. Und dann würde ich sagen, dann starten wir mal rein und gucken, was uns so erwartet. Sesam, öffne dich. Okay, okay. Wir müssen uns natürlich mal wieder gut umschauen. Ich werde auch wieder im Off looten, damit das Ganze einfach interessanter für euch ist. Also wundert euch da nicht, wenn ich das rausschneide. So, dann gucken wir mal hier runter, was wir hier so haben. Und hier haben wir natürlich was zu lesen. Ich verfluche dich, Flamme, dafür, dass du mir alles genommen hast. Dafür, dass du meine Familie, mein Leben und meinen Status ruiniert hast. Dafür, dass du mich ins Verderben gebracht hast. Mein Leben liegt in Scherben, entflammt und entzweit durch deine scheinheiligen Gesetze und Einschränkungen. Doch fortan werden sie mich nie mehr binden. Ich verachte die Erbauer, ich spucke auf die Flamme. Jeder, der meinen Weg kreuzt und es wagt, einen Puls zu haben, wird zerschmettert und zermalmt werden. Euer Blut und eure Galle wird mir Wärme schenken. Darius. Ich glaube, der gute Darius scheint ein bisschen grantelig zu sein. Gucken wir weiter. Tür öffne dich. Okidoki, hier haben wir Zeug zum Looten. Ist hier irgendwas? Nope. Ist hier irgendwas? Nope, auch nicht. Dann kommt auch schon der erste Gegner auf uns zugelaufen. Komm mal her, du. Okay, einige mehr an Gegnern. Sorge mal. Ah, ich bin es schon gar nicht mehr gewohnt, so viel zu kämpfen. Hey, was habe ich an den Füßen? Ach, dieses Eiszeug, gell? Ah, da habe ich jetzt diese Päuschen vergessen. So, was habt ihr dabei? Gute Materialien. Okay, gibt es hier irgendwas Sehenswertes? Irgendwas, worauf wir achten müssten? Ja, hier, das können wir öffnen. Und dann kann es ja auch schon wieder weitergehen. So, was haben wir hier? Da ist nichts. Hier, das können wir wieder aufmachen. Wow, ein Holzpfeil. Wie gut. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Ich möchte mal ganz kurz hier das dort ausrüsten. Und schauen, ob sich da vielleicht irgendwas drunter befindet. Einfach nur so zur Sicherheit, dass ich einfach ja nichts übersehe. Ich glaube es zwar nicht, aber who knows? Gut, da ist nichts. Dann heißt es für uns einmal nach oben düsen. Und gucken. Und da sind wir auch schon angekommen. Wir haben hier wieder was zu looten. Kettenheilung ist auch nicht schlecht. Und sonst ist hier, glaube ich, erstmal soweit nichts. Wir holen uns gleich die Flamme und ich loote hier dann mal schnell. Und hier hinter dem Bücherregal habe ich tatsächlich jetzt eine Geheimtür gefunden. Da werden wir natürlich mal reingehen und schauen, was da drin ist. Getrocknete lila Beeren sind in der Kiste. Wow, das hat sich ja mal richtig gelohnt, du. Ach so, ja stimmt, die sind ja böse. Mein Gott, wie doof kann man eigentlich sein. So, wir gehen weiter.
Hier kann man dann noch seine Ausrüstung reparieren. Und hier können wir wieder looten. Bandagen sind auch nicht schlecht. So, was gibt's jetzt hier Schönes? Irgendwas, was man brauchen könnte? Sieht nicht so aus. Dann links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen rechts. Diese Dinger hasse ich, weil ich nie weiß, verbirgt sich was dahinter oder verbirgt sich nichts dahinter. Und ist nichts, ne? Habe ich mir gedacht. Wir öffnen also die Tür. Und ich brauche mal eine Fackel, weil hier ist es wirklich ziemlich dunkel. In dieser Halle hier. Auf Gegner trifft man gefühlt auch nicht. Weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ah, ich glaube, da hinten sind wieder welche. Dann haben wir hier natürlich wieder einen Sarg, den wir looten können. Und hier ebenfalls. Okay, und... Ach so, ich wollte sagen, bevor die uns alle angreifen. Aber gut. Hört doch mal auf, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. So, und die stecken da hinten fest. Kommt her. So, bevor wir da lang gehen, wollte ich mich aber jetzt auch hier umgucken. Dazu nehmen wir mal wieder die Fackel. Und vielleicht mal kurz hier so die Dinger reinschmeißen. Aber hier ist nichts. Man muss wirklich immer übelst genau gucken. Habe ich schon gemerkt. Damit man echt nichts übersieht. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen langwierig. Aber gut, lieber so. Bevor ich hier noch fünfmal reinrennen muss. Kann ich hier hoch? Kann ich? Ist hier was? Glaube nicht. Und da hinten sieht es auch nicht so aus, als wäre da was. Na gut. Und ich glaube, wir haben bald wieder irgendwelche Gegner am Pöppes. Zumindest hört sich so an. Okay, dann schauen wir hier durch. Und ich habe gesehen, ich muss, glaube ich, wieder was essen. Genau. Eisschutzlotionen, genau die habe ich gebraucht. Würde ich jetzt mal eine gleich benutzen, sicher ist sicher. So. Da kann man nichts looten. Ist das jetzt hier eine Sackgasse? Habe ich doch schon wieder was übersehen? Oh Mann. Nein, hier geht's weiter. Puh. Barriere gelüftet. Okay. Aber welche? Ach so. Ja, ja, klar. Ich warte mal, wo kommen denn die jetzt her? Okay. Schauen wir mal. Machen wir es doch mal so. Ich muss ja draufhalten. So. Das war doch easy. Ich frage mich trotzdem, wo die jetzt hergekommen sind. Ach nee, da ist so einer. Ich will wieder rauf. Ha. Spasti. Nein, ich habe keinen Blitzstrom mehr. Was habe ich noch? Kettenblitz. Na komm, mach ihn kaputt. Hey, wo bist du? Ach, wisst ihr was? Das ist doch langweilig. Wir machen es auf die Oldschool-Art. Komm her. Du bist nämlich auch gleich tot. Also, guck mal gar nicht lange rum. So. Wir nehmen natürlich alles mit.
Und, ja, wo haben wir denn jetzt die Barriere gelüftet? Hier geht's ja nirgends hoch, ne? Nö, ich glaube nicht. Wir können da hinten ja auch noch lang, hier links. Und ich glaube, dann ist wohl da hinten die Tür gewesen, die jetzt auf ist. Also, wir schauen, wir schauen. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Nichts, was irgendwie von Belangen wäre. Außer natürlich mal wieder hier diesen Sack. Und da geht es auf jeden Fall weiter. Okay. Haben wir denn hier sonst irgendwas? Irgendwas Blinkendes oder so? Ich glaube nicht. Aha, die Barriere hier ist noch verschlossen. Oder? Ja. Das heißt für uns, wir müssen ja tatsächlich nach links. Und das können wir ja dann auch gerne tun. Ich möchte mal gucken, nicht, dass wir hier irgendeinen Geheimgang übersehen oder so. Okay, und dann kommen sie ja auch schon angedüst. Hallöchen, ihr Süßen. Na, was ist mit dir, du Gebrechlicher? Gibt es hier oben irgendwas? Es müssten ja theoretisch auch Fragmente da sein. Ach, da weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wo. Ach, kommt hier rauf. Das ist ja nett. Aber ich gehe wieder runter. So hässlich. Ja, was kommt denn da noch alles? Ach so, ja stimmt, die kommen aus diesen Dingern, gell? Die muss man, glaube ich, kaputt machen. Aber wahrscheinlich eher mit einer Axt. Naja, komm, da gibt's noch eine Ruhe. So. Super. Dann ist das auch... Oh, da ist auch noch eins. Ganz schnell. Perfekt. Ich habe doch aber irgendwo... Ach, da steckst du, du Armer. So. Bitte, ab ins Jenseits mit dir. Okay, aber mehr kann ich hier jetzt auch nicht machen. Das heißt, wir gehen weiter. Ah, und sind quasi wieder im Schutzraum. Kann ich die Tür hinter mir eigentlich zumachen? Ja. Sehr schön. Was ist das hier? Okay, hier war zumindest jetzt schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Da kann man hoch. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Man muss tatsächlich auch immer nach oben schauen. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt wieder hier lost in der Gegend rumgeirrt. Ach so, okay. Einmal da und dann einmal hier rüber. Und das Ding hier nehmen. Und dann, glaube ich, ist die eine Barriere da hinten freigeschaltet. Genau, die hier war ja vorher noch zu. Jetzt haben wir sie aufgemacht und schauen gleich weiter. Hier ist mal wieder nichts und hier haben wir eine übelst große Halle anscheinend. So, wie schaut es denn jetzt hier aus? Halleluja. Also, jetzt muss ich mal schauen. Ob es hier irgendwas gibt, dass ich da hinten hoch kann. Oder ob ich einfach mal hier so hochfliege. Okay. Gut, das war jetzt zwar nicht geplant, aber anscheinend hätte ich sowieso hier hochgemusst. Cool. Das ist ja geil. Ich wollte eigentlich hier runter. Um einfach zu schauen, was hier so ist. Okay. Müssen wir denn da hinten auch rüber? Könnte sein. Das heißt... Ach so. Jetzt komme ich halt hier nicht mehr rauf, oder? Lass mich mal schauen, ob es irgendwie noch einen Weg wieder gibt nach oben. Aber ich denke nicht. Das heißt... Dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich am besten darüber komme. Ich meine, ich könnte es probieren.
mit Aufwind. Oh mein Gott, das war knapp, aber eine geile Geschichte. Und tatsächlich ist hier auch ein Knöpfchen. Und hier ist sogar ein Weg lang. Ja gut, vielleicht wäre man da auch anders hingekommen. Wir haben es halt jetzt so gemacht. Was passiert? Nee, das traue ich mich nicht. Lass uns mal hier lang gehen. Und hier mal schauen. Aha. Hier ist also eine Barriere. Okay. Gut. Dann wissen wir das auch. Jetzt interessiert mich dann aber doch. Also ich hoffe, ich komme da wieder raus. Scheiße. Oh nein, fuck. Ist doch nicht dein Ernst. Hat jetzt aber auch nicht so viel gemacht. Wir sind ja ganz schnell wieder hier. Und so konnte ich wenigstens meine Ausrüstung reparieren. Ja, ich denke, wir gehen jetzt auch erstmal runter. Die zwei Knöpfe da oben haben wir ja betätigt. Und schauen wir mal. Gehen wir zuerst dorthin, bevor wir sonst irgendwas tun. Eieiei. Die sind schon immer so nervig hier. So, komm du noch her. Und jetzt ist er Ruhe. Ich will nicht die Tür schließen. Ich will diesen scheiß Ding hier durchsuchen. Ja gut, dann geht's halt anscheinend nicht. Hier ist eine Geheimtür. Das sieht man sofort. Oh. Dunkler Kristallwuchs. Was man damit wohl anfangen kann. Hier auch noch eine. Nope. Hat denn das jetzt gezählt für die Artefakte? Nö. Okay. Dann halt nicht. Kann ich das jetzt looten? Ah, hier war es. Durchsuchen. Sehr schön. Dann geht's weiter. Wir müssen wieder das Ding hier zerstören. Und alles andere auch, was hier wieder so kreucht und fleucht. Aber ich will erst das Ding loswerden. Wieso rennst du eigentlich weg? Meine Fresse. Da noch so eine, noch die hier alle. Ganz schnell das wegmachen. Haben wir noch irgendwo eins? Ich sehe gerade keins mehr.